Ja. Na gut. Dann holen wir uns auch gleich Waffen. So. Wie gesagt, das schneiden wir auf jeden Fall mal weiter im Let's Talk an. So. Also es werden noch ein paar Missionen kommen, von daher. Das Kenji-Komplott. Und dann machen wir es jetzt von neu. Dann haben wir eben kurz so ein Fort Santon. Ein Wagen in Fort Santon. Ein Fort Santon. Fort bla bla bla. Fort S, sage ich jetzt einfach dazu. Als Religion zurückzuführen. Manche Kinder auch, ja, ich meine jetzt in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule, in der 5. Klasse oder so, da werden auch Kinder von anderen Kindern, von anderen Religionen gemobbt, weil sie eine andere Religion haben als sie. Das ist auch. Weißt du, die sagen immer, ja, wir Deutschen sind schlimm, wegen. Was hier damals passiert ist, ne? Ja, das ist ja kein Einzelfall, aber manche machen sogar selber, sagen, die Deutschen wären schlimm, ich möchte jetzt keinen hier ansprechen, ja? Wirklich, es gibt welche, die wirklich das machen. Ja, mit Rassismus und so. Und, das ist einfach scheiße, finde ich. Sowas finde ich einfach scheiße. Rassismus muss nicht sein, ja? Mensch ist Mensch. Da beurteile ich keinen wegen seiner Hautfarbe oder sonstiges. Oder wegen seiner Religion. Das ist einfach nur Quatsch. Da merkt man, wie verblödet manche Leute sind. Es gibt nur dieses. Es gibt nur diese eine Religion, denken sie, und das ist unsere. Und. Nein! Der will mich doch jetzt verarschen, oder? Na toll. So, jetzt juckt mich das jetzt auch nicht mehr. Jetzt fahren wir einfach hinten rum. Aber wie gesagt, das werden wir alles im Let's Talk nur behandeln. Also was geht einfach echt nicht. Jetzt einfach. Eine Schande, ohne Scheiß, für die Menschheit. Das ist echt eine Schande. Oder Mädchen verprügeln. Andere Mädchen gehen auf andere Mädchen los. Mädchen gehen auf andere Mädchen los, weil die schwächer sind oder irgendwas gesagt haben, dass sie mit 16 schwanger sind. Ist ja auch richtig. Warum soll man mit 16 oder mit 12 sogar schwanger sein oder mit 14? Leute, habt ihr irgendwas gesoffen oder so? Mit 12 oder so schwanger oder 14. Schlagen dann noch auf ein Mädchen ein. Das ist für den, das ist für mich und das ist für meine Tochter oder für mein Kind. Sag mal, geht's noch? Das war vor ein paar Jahren mal auf Facebook das Video. Hackt es bei euch oder so? Habt ihr irgendwie Drogen genommen oder ganz ehrlich? Ja. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Kenji, bleib stehen. Oh Gott, die Polizei, die macht alles zunichte. Alles, wirklich alles. Jetzt machen wir die Mission schon wieder. Wir sind jetzt eine Folge an dieser einen Mission dran. So, das reicht mir jetzt. Ich glaube mir jetzt irgendwo eine Karre. So.
verfolgt uns nur, weil wir irgendwas gemacht haben. Irgendwas haben wir gemacht. Ich weiß nicht mehr was, aber... Ist doch scheiße, Mann. Piss dich. Ja, ist noch der Helikopter dazugekommen von der Mission. Das ist auch wieder geil. So. Jetzt versuche ich... Nee, den Wagen können wir nicht holen. Das ist doch scheiße, ey. Versuche einfach den Wagen zu holen. Vielleicht war der Wagen wegen dem Stern gesperrt. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Der war echt gesperrt wegen dem Stern, oder was? Ach du... Meine Güte. Also... Manchmal denke ich so, jo, wahrscheinlich, oder? Ich glaube, ich muss hier durch. Dankeschön. Auf jeden Fall find ich sowas echt... echt krank von manchen Leuten. Da merkt man, wie manche Leute richtig asozial sind, ja? Ich meine, man kann ja mal schwarzen Humor oder indirekten Humor haben, ja, aber... Er soll nicht verletzend wirken, ja. Man kann es mal machen, ja, aber diese Person, die soll dann auch mitlachen können und nicht, ich sag jetzt keine schlimmen Wörter, so, ja, der hätte das gemacht und das und hebt dabei die rechte Hand oder so. Das mache ich nicht. Ich denke mir so Witze aus, zum Beispiel, wo der mitlachen kann, ja. Ich lache auch über mich selber manchmal, ja. Habt ihr ja auch gesehen, mit dem einen Video da, wo ich mir, wo ich dieses Facepalm-Video auf Monstana gebracht habe. Da muss ich selber über mich lachen. Und die, auf die Idee hat mich Parasenator gebracht. Hat er gesagt, zu dieser Stelle passt das. Da habe ich das Video runtergeladen mit dem Facepalm und dann habe ich es hochgeladen, zusammengeschnitten, also zusammengeschnitten und dann hochgeladen. Und passt doch. So. Ja, auf jeden Fall. Aber mit 12 oder 14 schwanger sein. Leute, ihr habt ein Leben vor euch. Überlegt mal, was er macht, ja? Rumvögel mit 14. Ich glaube, es zackt, Alter. Manchmal denke ich, die Menschheit ist wirklich einen Schritt, anstatt Schritt vor, einen Schritt zurückgegangen. So dumm waren die Höhlenmenschen auch nicht. Manchmal frage ich mich, was haben die Eltern bei der Erziehung verkehrt gemacht? Und dann auch stolz drauf sein, schwanger zu sein. Leute, das werde ich einfach mit im Let's Talk mal mit ein paar Senator bereden. Das ist doch... Ist doch... Gibt keine Worte dafür, echt. Da kann ich mich dann aufregen. Da kann ich mich echt aufregen, weil so ein Thema, der... Da verstehe ich nicht. So. Wir fahren gleich hier hinten rein. Ich soll zwar verschwinden, aber ich fahre einfach gleich hier hinten raus. Und werde meinen Wagen umlackieren lassen. Siehst mich nicht. Kann man überhaupt die Farbe von denen ändern? Das geht echt. So. Nein, kann man nicht, aber man kann ihn reparieren. So. Soll jetzt aus Newport verschwinden und was dann? Einfach hier runterfahren. Geht ja nicht. Scheiße. Entschuldigung.
So. Also, solche Themen. Ich lasse den Wagen stehen. So. Aber ich möchte den Wagen wieder haben. So, Donald, wir kommen nochmal zu dir. Ich hoffe, wir schaffen es wenigstens in dieser Aufnahmesession. Hat er mich jetzt wirklich angeschrieben? Hat mich jetzt wirklich einer angeschrieben? Wenn das Pascal. Pascal. Pascal ist. Ja, Pascal. Pascal, wie geht's dir? Ich grüße dich im Video. Pascal, was für ein Sprachfehler. Moment. Moment. Ich guck mal kurz, ob der mich angeschrieben hat. Also, bis gleich. So, jetzt geht's weiter. Ich habe echt so einen Sound gehört von Steam, aber niemand hat mich angeschrieben. Außerdem ist Pascal nicht online. Beziehungsweise Pasenator. Natürlicher Fischzug. In these days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will drop several packages into the water. Make sure you pick them up before anyone else does. Gut, dann machen wir das. Ich habe ja gesagt, irgendeine Bootmission kommt noch. Folge einem Flugzeug, das werde ich auf jeden Fall rauscutten. So. So, dann hier runter. Vorher haben wir bei Kenji gearbeitet, dann wollte er nicht, weil wir irgendwie kein Vertrauen mehr zu ihm haben oder er hatte kein Vertrauen mehr zu uns. Ja, wir sehen uns in Miami bald. Nach so einem anderen Let's Play. Also wie gesagt, es kommt bald ein neues Let's Play. Ja, kein Thema. Nicht das Minecraft Let's Play, sondern ein Singleplayer Let's Play. Und da werde ich halt alleine spielen. Muss ich jetzt wirklich darüber? Ist das deren Ernst? Da unten gibt es auch Boote. Schnell. Ich muss da runter. Beeilung. Oh Gott, ich schaff's nicht. Mein Gott, wir müssen alle Missionen nochmal machen. Ist ja prima. Es ist kein Schnellboot da. Doch, Polizeiboot. Ho, ho. Das war knapp. Schnell machen. Wo ist das Päckchen? Da hinten. Was, wenn die Zeit abläuft? Gibt da denn die Päckchen? So. Wir bleiben langsam hinter ihm, damit wir ihn auf jeden Fall noch sehen. Oh Gott. Polizeiboot hinter uns, oder? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ah, das haben wir noch bekommen. Zum Glück. Ich sehe das Flugzeug nicht mehr. Ich stehe jetzt auch noch was ab. Hey, werf doch die Päckchen ab. Kann man die Kamera ändern? Ich sehe das Flugzeug nicht mehr, das ist blöd. Flugzeug, wohin willst du?